Habt ihr auch alle eure Balduin-T-Shirts an? Nee, es gibt bisher nur das von dir. Oh. Ich wollte gerade sagen. Also nein. Das ist ja mega exklusiv. Geil. Ich hab schon vor, dass jeder eins hat. Schon, aber ich sage, wir brauchen so Balduin-T-Shirts und Balduin-Cappies. Und dann muss Timo mit Live-Cam streamen und Balduin anhaben. Ich hätte gern so ein Balduin Boxershorts und ich spiele dann den Boxershorts. Arabien, sehr schön. Oh, ich will nicht grün sein, aber ich muss grün sein. Okay. Nee, du musst. Nein, du bist. Grün bist du Pocket. Ja, ich soll doch Timus Pocket sein, oder? So, ah ja. Okay. Ja. Ich spiele jetzt. Was spielst du? Ich spiele Arambei. Was sind das? Keine Ahnung. Mega Infanterie-Angriff, oder? Mega vorbereitet. Ja, komm, klick nochmal schnell den Technologiebaum durch. Ja, ich möchte mal auf das Arambei so machen. Ich mache Kavallerie-Spezialeinheit. Genau, du recherchierst es währenddessen, sagst mir das, bis ich mit die habe. Mit starken, aber unpräzisen Pfeilangriffen. Wirksam gegen Infanterie und Kavallerie, schwach gegen Bogenschützen. Ja, easy. Das ist natürlich blöd. Spiel ja noch ein Maya-Spieler, wir brauchen mehr Maya. Auch gut. Achso, du spielst auch Maya? Oh, na gut. Maya, voll win. Wir haben Bonus verloren. Fuck. Tatters. Nothing so hier, da fängt schon wieder die schlechte Kommunikation an. Ja. So, jetzt. Denk mal mit Loom zu beginnen. Aber die Maya haben die coolste Startmusik. Ja, aber denk dran, mit Loom zu beginnen. Nein. Okay, wieso? Du kennst das noch. Wieso soll ich mit Loom beginnen? Weil du am anderen Haus bist. Einfach dieses erste so. Aus Loom. Achso, stimmt, ja. Ach, fangt ihr gerade erst an, oder wie? Ja. Ich sehe alle Reliquien. Das ist so ein cooler Bonus. Ich auch. Und ich dachte mir gerade, boah, da ist ja jemand ultra nah, aber da war das eine Reliquie. Ja, was haben wir denn eigentlich für eine Map? Arabien. Ja. Ich sehe alle die Reliquien. Oh. Ist eigentlich cool mit Litauer. Spielt jemand Litauer? Nein. No. Auch wie ein bisschen. Mein Schaf ist so gestorben, dass nur vier Leute das bearbeiten können. Welches Volk entdeckt denn nochmal alle Reliquien? Die Bemanen. Sorry, sag nochmal. Die Bemanen. Wo haben wir denn Bemanen mit Litauer, die Fast Castle gehen, wäre doch richtig sick. Ja. Da kannst du direkt alle Reliquien holen. Ja, Mann, der Matze. Greedy always. So cool. Einfach Fast Castle, schnell irgendwie hier ein Kloster bauen so. Überhaupt und dann alle Reliquien holen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich werde angegriffen, ja, ich habe aber noch nicht alle Reliquien. Gib dir mein Bestes, aber... Aber gleich bin ich nützlich, keine Sorge. Ich brauche erst die Reliquien. Ohne Reliquien habe ich nicht Gottes Segen, dann verliert meine Armee im Kampf. Ich brauche noch den heiligen Schott. Gleich habe ich keine Schafe mehr. Das ist gerade nicht passiert, aber ich liebe das, wenn Dorfbewohner irgendwie es nicht schaffen... zum Schaf zu kommen, das man gecued hat, stehen bleiben und sich dann entschließen, ich schlachte einfach ein anderes. Bald sind meine Schafe aus. Nein, warum? Ich habe meine anderen auch nicht gefunden. Aus. Und ich habe schon echt einen großen Kreis, ich bin schon fast beim Kaiser in der Base. Aber der Trick ist da, dann baue ich das Haus mit einem Holz-Villager und pull den Boar gleich an. Ein offener Gegner heißt ja Alucard. Ist das nicht aus diesem Dracula-Ding? Alucard ist Dracula rückwärts geschrieben. Ja, ich würde sagen, das ist irgendwie... Ah ja, deswegen. Also ähnlich wie Otto, aber halt ein bisschen komplizierter. So ähnlich wie Otto. Warte mal, ich habe gerade eine Ziege auf dem Weg verloren. Das heißt, der gegnerische Scout ist irgendwo direkt bei mir und hat mich Hat er mich. Ich habe überhaupt keine Schaden. Hä, kann das sein? Ich glaube, dass die einfach krank lamen. Fuck, ich bin haus. Oh Gott.
keine einzigen Schafe gefunden, so was ist passiert. Ich glaube, die lähmen uns einfach heftig. Das kann eigentlich nicht sein. Also ich kenne keinen, der so gut ist, dass er alle Schafe. Fuck, der hat mir gerade ein Schaf auf dem Weg geklaut und ich finde meine anderen nicht. Muss mich wahrscheinlich gelähmt haben. Alter. Shit. Oh Mann. Also ich habe wirklich kein Schaf gefunden bisher. Ich habe ein Dorf, sondern. Oh, ich habe gerade einen Dorfbewohner verloren. Das, ich glaube, ich gehe auf. Und mein Elefant. Nee, hier sind die anderen noch. Weißt du, also habe ich den Elefanten gepult, bin so richtig skilly und tu meinen Dorfbewohner einquartieren. Der Elefant greift einen anderen Dorfbewohner an, genau den, der noch ein Leben hatte, und einfach tötet ihn einfach. Ich habe sie gefunden, sie waren einfach alle nebeneinander, ganz weit weg. Also ich habe einen zweiten... Vielleicht ist das ein Hinweis für euch. Also ich habe schon wirklich viel abgesucht, aber meine zweite Schafherde finde ich einfach nicht. Ja, der eine, ich habe den Scout auch gerade bei mir gesehen, der war voll am Lamen, aber eins hat er bekommen. So, Was mache ich nochmal? Ah ja, ich mache ein Fast Castle Team, gell? Diesmal. Oh, ich bin gerade so ein bisschen squishy, aber. Ah, ich schaffe jetzt endlich. What the fuck? Ich mache gerade so ein bisschen irgendwas. Ich glaube, es sind gar nicht meine Schafe, aber egal. Ah, meine Schafe. Oh Gott, zum Glück habe ich sie gefunden. Im Norden deiner Base, die hast du sie jetzt endlich. Ja. Nice. Weißt du, wusstest, wo die sind? Ja, ich hab's ja nicht gesagt, du willst doch. Achso, stimmt. Alles gut. Jetzt strenge ich mich extra an. Ich dachte, nichts zu spoilern. Ich dachte, dass du mitspielst. Ja. Puh, okay. Top, deine zwei Schafe sind im Südwesten. Ich hab sie mittlerweile gefunden. Nur um den Timo abzufacken. Wenn ihr jetzt gewinnt, dann ist es nur wegen mir. Ah, okay. Was brauche ich jetzt? Oh Gott, Kili, ein Dorfbewohner bei deiner Woodline-Arbeit. Ja, ich weiß, der stand da stundenlang rum. Nämlich das ganze, den ganzen bisherigen Start stand er da rum. Das ist nicht gut. Okay, der Alucard ist aber gar nicht so gut, wenn ich mir seine Bilder oder angucke. Ist der Turning eigentlich auch nicht so? Ich bin mal wieder ab und habe keine Ressourcen. Ich bin einfach so fucking gut. So, Rot und Gelb sind, glaube ich, deren besseren Spieler. Sind es deren Pockets? Rot ist Flank. Treff beim Timo. Ich glaube, der schwächste von denen ist der Alucard. Haus. Okay. Ah, fuck, es sind schon Archer bei mir und ich habe meine Archer-Rage noch nicht mal fertig gebaut. Das ist ein Problem. Ach, kacke. Okay, die Orange in den Archer-Rush gegen...
Oh shit. Baba, der hintere Ball, der ist eben zu mir hin, gell? Ja, ja. Ah, okay. Alle Scouts können ja auch easy außen rumlaufen. Ja, mit Autoscout habe ich leider nicht mehr Gegner gescoutet. Timo ist einfach im Besten von dir. Ich habe richtig Scheiße gemacht, Timo. Sorry. Ich werde so useless. Osten. Warum so useless? Was hast du verkackt? Ich habe eine ganz falsche Build-Order gemacht. Das mache ich sonst nie so. Oh ja, okay. Oh, ich werde von beiden gerusht. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Ich kann dir nicht helfen. Dann habe ich... Das ist richtig problematisch. Ja. Ich versuch's. Also es dauert noch ungefähr... 5 Minuten. Sagen wir... 2 Minuten. Ich habe auch super wenig Punkte. Warum habe ich so wenig Punkte? Was passiert? Ich werde von einem krank fertig gemacht, der es voll drauf hat. Aber Timo, du musst nur aushalten, wirklich. Weil dann okay. Hat es Neid zu. Paul, bitte sieh dir dann an, was seine Späher machen. Es ist wirklich... Ja, es guck's mir an. Es ist wirklich genial. Es ist einfach... Das ist wirklich cool. Oh, aber sie haben es gemerkt. Schade. Da, und dann komme ich zu dir. Oh ja, so ihr habt ja einen Tatanen-Gegner, gell? Ihr habt ja Tatan als Gegner, das wird lustig. Was ist so lustig? Also der Tatan-Typ macht zum Glück kein Fast Castle, aber... Ne, berittene Bogenschützen-Tatan ist einfach ätzend. Okay. Er ist viel besser als ich. Aber ich kann mich halten. Okay, ich bin schon am Knights produzieren, also... Wie lange hält du noch aus, Toms? Oder? Ja, ich halte schon noch aus. Passt schon, alles gut. Ich habe keinen einzigen Villager verloren, also... Okay, wow, du hast ganz viele Holzhacker, wow. Ja, ich habe die... Ich hätte lieber Gold abbauen auch. Aber bin jetzt in der 14. Minute, Timo. Nein, ach, ich kann dieses scheiß Quickwall nicht. Ja, ich brauche Hilfe, ich werde sonst... Jo, ich krieg richtig auf die Schnauze. Also kriegst du 2 Knights. Mir gibt meine Öko nicht her, ich kann gerade nicht, Alter. Ich habe mein Bestes hier mit Quickwall-Blödsinn versucht, aber ich kann das einfach nicht. Es ist auch kein Quickwall, ich baue einfach irgendwas. Das ist schon okay. Jetzt mit den Knights sollten sie eigentlich nicht gegen uns kämpfen. Einfach viele von denen, Jetzt muss ich. Aber du, wir lassen uns auch nicht kämpfen, wir dancen nur. Wie sie beim Timo einfach den Wall angegriffen haben, weil sie dachten, oder? Sie kommen sonst nicht rein, ja. Weißt du, ich dachte mir noch, ich habe angefangen den Wall zu bauen, dachte mir, oh, das kriegst du ja nie zugewollt, aber egal. Ja, zum Glück habe ich das gemacht. Es hat dir noch ein bisschen Zeit gegeben, ja. Okay, ich stabilisiere mich langsam aus dem absoluten Chaos. Ich fange mal an, Team, das schaffst du. Du könntest deine Armee jetzt schon clearen, wenn du smart spielst. Ich sehe sie halt leider nicht. Ja, ich sehe sie nur mit 3 Minuten Verzögerung. Oh Gott, und da konntest du jetzt nicht quickwallen. Ja, ich hab's halt versucht. Ah, du musst ja, bei der Woodline hat ja geklappt. Das ist ja auch schon mal was. Ich meine, derzeit hättest du die Archer killen können, gell? Weil die sind ja nicht dabei. Boah, was für ein stressiges Spiel. Ah, da siehst du sie jetzt, okay. Oh. Aber ich bin ganz zufrieden. Es hätte schlimmer laufen können und ich wurde nicht vernichtet. Aber es wäre smarter gewesen, wenn du einfach gegen seine Archer gekämpft hättest sofort.
Ja, wahrscheinlich. Die Scouts hier, es könnte auch sein, dass sie zu dir kommen, Toms. Ja, die Scouts sind bei mir. Ping mal wo? Hier. Okay. Oh Gott, die haben mir sogar gerade eine Lücke gezeigt. Ultramächtig. Den Matze eigentlich. Wo? Sie waren das jetzt bis hier hinter meiner Base. Aber ich habe sie alle geklärt, kein Ding. Und sie haben. Sie sind alle tot. Da ist der Äthiopier mit seinen Bogenschützen natürlich, ja. Okay, Kitty, was ist der Plan? Ich mach gar nichts und... Kein guter Plan. Ich könnte einen Castle Drop machen. Matze, du warst jetzt ungestört. Gefällt mir. Hier wäre ein krasser Platz. Dann macht es aber im Süden von der Base vom Roten. Wenn es geht. Im Süden, ich glaube, ich will den Archer. Oh, da sind super viele Archer. Ich weiß nicht. Können wir die echt clearen? Oh Gott, ja, sind. Ach, was, warum ist denn der schon? Ja, ich bin einfach zu schlecht. Ich bin noch lange nicht. Ich habe noch nicht mal hochgeklickt. Also, Kelly, da wo du die Woodline und das Gold im Süden von Roten gesehen hast, ich glaube, da ist geil. Im Süden die Woodline. Ich glaube, ich baue sie defensiv auf diesen Berg fast lieber. Da sind so viele Crossbows. Stimmt auch wieder. Ich glaube, ich baue sie defensiv auf diesen Berg. Aber die musst du die Crossbows ausklären können. Oh, sie kommen zu meinen. Okay, warte, ich lock sie auf die andere Seite, ist mir egal. So, ich habe jetzt abgeklickt. Ich hab da so viele. Oh fuck, da sind. Hier sind Speer. Ja, die clearst du doch easy. Pass nur auf. Oh Gott, er hat auch schon Camels. Er hat Camels. Das wird schwer. Okay, ich muss auf Pikeman switchen. Ich muss einfach Arambai machen. Das ist es. Ich mache Arambai. Das ist es. Oh shit, der hat schon Crossbows. Meine Burg hier war richtig schlecht. Ich hätte die in deiner Base bauen sollen. Uah. Ich muss hier weglaufen. Timo, die haben lustigerweise genauso viel Villager wie du, obwohl sie dir ganz schön Schaden gemacht haben. Boah, es sind echt viele Crossbows. Ja, das bringt mir jetzt. Ich habe jetzt erst hochklicken können. Ja, ich. Kili, wir müssen. Kili, meine Einheit werden vernichtet. Lauf in deine Base, nicht kämpfen. Wir können da nicht gewinnen. Okay, jetzt brauche ich langsam Hilfe. Es kommen end viele Scouts und Crossbows. Millionen davon gefühlt. Können wir jetzt kämpfen? Nein, auf keinen Fall. Die sind so viel stärker. Zack, wir haben das Tor zerstört. Wir sind drin. Ich brauche Hilfe. Macht eine Mange. Gute Idee, aber dafür bräuchte ich erstmal. Kitty, ich weiß nicht, was ich tun soll. Einfach hier aushalten. Nicht keine Einheiten verlieren und. Ich brauche Hilfe. Ach, Matze. Meine Güte, ich habe das doch schon auf defensiv gestellt, dass die nicht aufhören können zu kämpfen. Hast du. Kannst du hier ein Haus kaputt machen? Wo? Was dann? Yep. Brauchst du irgendwas? Ja, alles. Das ist super. Wir müssen dein TC nutzen. Die ich komme nicht rein, das alles abgewollt. So, ja, dann sag doch was, ich mach auf. Mach mal da auf, ja. Ich hab alle meine Armee verloren. Hier sind die Crossbows. Wo genau? Ja. Ah ja, ich muss erst ein paar Mal mehr von diesen Soldaten sammeln. Boah, damit, die sind richtig gut, Timo. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gegen die haben. Also ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin... Ja, einfach aushalten noch ein bisschen. Mit einem, zwei Dorfbewohnern auf der anderen Seite reparieren und... Fuck, Mann, die sind voll drinnen. Ich brauch Matze. Ja, ich weiß nicht, aber wenn ich mit den vier Einheiten da reingehe, dann sterbe ich. Ja. Oh Gott, die machen so richtig Stress. Ja. Ah ja. Ja, ich baue nochmal kurz zwei weitere Reiterhöfe. Ich habe noch eine Chance. Also, ich habe halt die Arambai. Ich weiß nicht genau, wie die sich schlagen werden gegen die. Ich
greife mal an kurz. Ja, shit, die Bogen sind so stark einfach nur. Fuck. Mach mal den Wal hier kaputt, bitte, den hier, weil meine Eier sind auch ganz außen rum. Welchen? Ja. Ihr könnt uns wahrscheinlich nicht helfen, gell? Überhaupt nicht, nee. Nee, Timo, das ist... Nee, ist nicht so weit. Wir gehen das noch. Aber ja, Skirms ist eine gute Idee. Ja, ich müsste auch Skirms machen. Ja, es bringt mir aber nichts mit seinen Mangen da. Ich habe auch keine Rohstoffe mehr. Ah, ich bin so tot irgendwie. Ich komme. Ja, aber der Blut, der ist schon okay, genau. Sorry, wenn ich da so spät erst unterstützt habe. Ja, aber meine jetzt Bitte, meine Skirms sind alle tot. Ja, ich bin so gut wie besiegt. Also meine Skirms werden jetzt auch besiegt. Ah, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ja, sehr schön. Okay, nice. Puh, okay. Also ich fürchte, wenn ihr nicht gewinnt... Ja, jetzt hat... Also wir gewinnen jetzt nicht krass, aber wir haben sie zumindest wieder geklärt. Ja, ich bin auch im Überlegen, was wir jetzt machen. Okay, nice. Kannst pushen gehen. Da sind noch Scouts. Kannst du die noch töten? Jo, on my way. Okay, baut eine Burg. Du hast da drüben neues TC. Was sollen wir tun? Okay, ich versuche mal, die Mangen zu snipen. Okay, das geht nicht. Sind die Scouts nicht da hinten? Ja, ja. Hä, wieso laufen die Villager da irgendwie komisch rum? Egal. Okay, das ist eine chillige Burg, danke. Jo, ja doch. Boah, was sollen wir gegen diese Crossbows machen? Wir brauchen Siege, sonst... Okay, dann geh du zu den anderen mal rüber. Vielleicht. Und clear das für die. Meinst du? Wenn ihr uns helfen wollt, dann glaube ich, müsst ihr die Gegner für uns clearen. Ja. Also deren Hauptlager. Okay, jetzt habt ihr eigentlich echt eine geile Armee. Und ich kann gerade ganz gut reboomen. Ich, Timo, ich weiß echt nicht, wie ich da reinkommen soll. Weil wenn wir da einfach hinlaufen... Wir verlieren einfach nur alle unsere Einheiten. Hat jemand ein bisschen Holz übrig? Leider gerade nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Ich habe dann eigentlich genug Arbeiter an Holz. Okay, ich habe jetzt greifen wir an. Warte, ich bin ja auf dem Weg zum Imps, soll ich dann auch vielleicht ein paar Updates mitnehmen da? Dann warten wir noch, ja, gute Idee. Dann baue ich noch, prepare ich noch mal ein bisschen Siege.
Okay. Obwohl, wo man vielleicht. Ja, wir können auch so angreifen. Ja, okay. Dann let's go. Warte, lass uns die Karte, die ich hier drop, verteidigen. Alter, der spielt so gut. Ich kann dagegen nichts machen. Ah, die Knights müssen da weg. Ich kann die Burg nicht bauen. Wo? Okay, jetzt. Passt. Also wir pushen jetzt. Viel Glück. Ich hab auch Idle Öko seit 3000 Jahren und viel zu viel Gold. Oh Mann, das ist wirklich eines meiner schlechtesten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Ich habe den Kampf gewonnen. Er hat einen Tribok. Damit wird auch meine Burg hier zwangsläufig fallen. Ich habe den Kampf tatsächlich gewonnen. Ich weiß nicht wie. Und was läuft bei euch? Oh, das ist einfach so ein feindliches Castle beim Timo in der Base. Zwei Stück sogar. Aua. Aber gut, dass ich mein Defensiv-Castle gebaut habe. Ich konnte nämlich fast den ganzen Stein hier kaufen. Ein Castle von hier. Hier baut er ein Castle. Wo ping mal? Alle, ja. Ah ja, Wo? Ah ja. Kannst du hinein? Ah, scheiße. Kannst du mal deine Gebäude hier zerstören? Mein Triebock ist irgendwie eingesperrt. What the fuck? Wo? Der rote ist halt da, wo meine Burg. Ah ja, klar. Also, Matze, so vor 3 Minuten hättest du mit deinen Knights eigentlich mal Timo und Kili helfen sollen, vielleicht. Achso, ich wusste nicht, dass die da so krass Probleme hatten. Was? Also, die... Also, wenn du jetzt sagst, du hast aber nicht zugehört, okay, aber zu sagen, wir hätten es nicht gesagt. Wir sind jetzt eh bei dir, jetzt kannst du dich drum kümmern. Ja, ich konnte noch das ganze Stein abbauen. Es sind einfach so viele Bogenschützen, dass die Häuser relativ schnell kaputt machen. Also das Gute ist auf alle Fälle, dass wir richtig krass rein drücken. Siehst du deine Base, Matze? Die ist komplett geklärt. Oh shit, wo kommen denn die Bogenschützen her? Ist bei dir? Okay, zieh dich zurück, ich bleib an der Front. Du clearst das, ich bleib hier. Oh, wir müssen irgendwie diese Traps da clearen, aber ich habe nichts, um diese Traps zu clearen. Also, ihr hättet die roten Bogenschützen dezimieren sollen, noch bevor er Imp war, aber naja. Super Tipp, danke. Kämpfen wir gegen die Dinge? Sprichst du mit mir? Gegen die roten Bogenschützen, Matze? Ja, warte kurz. Mit den aktivieren, willst du das machen? Du schickst die gerade rein. Jetzt sind's Paladine, sie sind da. Ich habe auch ein paar Elefanten da und 2 Mangen, wenn's ist. Ja. Kannst du das Trap hier mal auf die Burg setzen? Würde. Was? Kannst du das Trap auf die Burg setzen? Ich hatte eigentlich ein Trap auf der Burg drin, aber. Es sind alle gestorben, wir haben sie einfach alle zerlegt. Jetzt kommt der Gegenangriff. Und meine Base hat auch irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie. Habe ich Husare? Ja, habe ich. Ja, dann bauen wir einfach. Brauchen wir nur Nahrung. Ich habe so viele Ressourcen. Ich bin so schlecht. Ich habe so schlecht gespielt. What the fuck, Mann? Okay. Ich produziere wieder Einheiten. Ich bin zurück im Spiel. Sehr gut. Fuck, ich habe den Treebok auch nach hinten geschickt. Hier hast du einen Treebok noch stehen. Danke, Matze, dass du uns auf unserer Seite hilfst. Ich glaube, wir können das echt gewinnen. Das wäre so cool. Ja, wir haben ein Score-Lead. Sehr schön. Ich habe überhaupt keine Öko-Upgrades.
Ich hab nicht mehr Horse Color. Die haben alle Felder so gebaut. Aber dieser Dorfbewohner, er sammelt fleißig weiter Holz. Nein, jetzt stirbt es hier, wenn wir in diese Plätze hier angreifen könnten. Aber warte noch auf meine Einheiten. Ja, dann gehen wir rein, würde ich sagen. Okay. Federpfeilbogenschützen sind schon gut, oder? Ja, ja, das ist eine super Einheit. Die sind mega mächtig. Sehr ja, gut. Gehen wir rein, oder? Ja, die sind halt... So schlecht gespielt, fuck. Okay, Goku. All drauf. Ich bin ja Maya, ich könnte einfach Dingsbums-Pfeile entwickeln. Wir haben keinen Markt, wir brauchen hier dringend einen Markt. Ich brauch dringend einen Markt. Oh, als ihr ja die roten Bogenschützen in die Mangel genommen habt. Fast so wortwörtlich. Cool. Ja. Vorsicht, hier kommen Knights. Wo? Ich sag einfach hier, ja, also ich kann nicht pingeln. Boah, dieser eine Mangenschuss. Ich clear die, überhaupt keinen Scheiß. Oh, Leute. Ihr habt die so vernichtet. Meine Güte, habt ihr die vernichtet. Das war episch von euch, richtig episch. Die Mangen, die wir dabei waren, Hammer. Ich brauch Pikeman. Es geht nicht anders. Es wird zwar schrecklich, aber... Timo Space ist eigentlich echt wieder ganz relativ in Ordnung jetzt. Ich glaube, das funktioniert deswegen so gut, dieses Wiederaufbauen, weil man ja sonst nichts anderes machen kann. Ah, okay, die sind hier sicher. Ich muss doch kurz warten, bis ich Imp bin, sonst verliere ich die Fight, aber... Ich werde gleich overwhelmed. Okay, dann geh zum Matze, ich kann es gerade hier halten. Dann geh du zum Kili. Ja, ich schicke ich die ganze Zeit hin, aber es ist ein schwerer Kamelreiter, okay. Die fühlt zerficken meine Paladine irgendwie. Ich habe auch gerade so, ich habe so Gold-Trouble. Ich wollte gerade fragen, ob noch jemand Gold übrig hat, aber... Ich habe auch kein Gold übrig. Ja, wir haben viel zu viel spät angefangen, den Trade zu machen, so. Ich habe einfach nur schlecht gespielt, von vorne bis hinten. Paul, kannst du es ein bisschen leiser machen? Kann auch sein, dass ich das bin. Wir haben keine Antwort gegen diese Kamele. Ich kann kommen, das ist sau weit weg. Ja, fuck. Okay, ich muss bei uns einfach näher pushen. Also ich bin GG, ich kann umsiedeln, wenn ihr wollt. Ich glaube, das ist... Ja, Tilo. Shit. Soll ich rüberkommen? Nee, oder? Ja, das ist... Also... Wenn nicht, dann ist es vorbei. Okay, ich komme. Ich will nur ein paar Kamele irgendwie hier sammeln. Ich baue um auf Pikeman, okay? Ja, das ist eine gute Idee. Aber wird dauern, ich habe alles verloren. Ah, man kann mit Holz und Gold kaufen. Ja, scheiße, der hat auch nicht... Helberdiere, die haben echt krasse Counter-Einheiten dagegen. Ich komme mit meinen Archern. Okay. Richtig viele Blinker. Das ist ganz schlecht. Imperiale Blinker. Damit ist meine einzige Strandwacht absolut nutzlos. Wir haben imperiale Blinker und richtig krasse Kamele. Ich glaube, wir können die nicht mehr schlagen hier. Ja, solange wir das so micron, dass die Blinker nicht an meine Archer kommen. Aber dann sind da noch 60 Kamelreiter. Ja, die Kamele sind mein Crossbow. Die werden gerade geschreddet. Ja, ist gut. Hier können wir bald irgendwas machen. Versuchst du die Plänkle irgendwie zu bekommen? Paladin gegen die Kamele. Und die Plänkle. Alter, das hab ich. Wirkt das bei euch auch so heftig? Ja. Ja. Gut. Fuck die Kamele, fuck. Ah, shit. Ein Trap kaputt machen, das wäre so cool. So Gold Trouble, das ist unglaublich. Okay. Ja, ich hab alles verloren.
schwere, Alter. Wie legen denn die sind die irgendwie gesteckt gewesen, dass ich nicht genau gesehen habe, wie viele es waren oder so, aber das. Das habe ich mir auch gedacht, dass wir viel mehr Indien spielen sollten. Also das ist so heftig. Ich habe gerade ganz recht gekämpft, aber es reicht einfach nicht. Hm. Haben wir einen Mönch oder so? Ein Mönch. Ja, zum Heilen. Der Mangel an Gold ist schon sehr akut. Okay, ich habe die Camels fast alle. Okay, doch nicht fast alle, aber. Ah, diese Skirmisher machen mich fertig. Wir brauchen hier irgendwo einen Markt. Ich hab's gerade nicht markieren wollen, sondern die da hinsetzen. Okay, jetzt werde ich bei mir auch wieder angegriffen. Ich glaube, wir müssen aufgeben. Tja. Ich will doch nur gewinnen, ich will nicht aufgeben. Es ist komplett verloren, ich bin mir noch nicht so sicher. Schau dir mal den Score an. Ja, okay. Ja, nee, du hast recht, der Score ist eigentlich ziemlich even. Wenn wir uns jetzt besser aufbauen als die, ja doch, wir ziehen das jetzt einfach durch, scheiß drauf. Wir müssen erstmal meine Backdoor-Ökos finden. Oh, ich sollte irgendwann mal ein TC bauen. Weil es halt an einem nicht so klugen Ort gewesen. Oh, braucht jemand Holz und Nahrung? Ja, nee, eigentlich nicht. Okay. Ah, scheiße, der greift diesen Drehbock an hier. Sie dürfen halt nicht unsere Ecke hier finden, Timo, sonst haben wir ein echtes Problem. Egal, pusht gleich auf mich drauf. Der imperiale Plänkler mit Ding, das ist ja ultra krank. Der imperiale Plänkler mit imperialem Kamel, das ist echt gemein. Ne, nicht mehr imperial, sondern der mit seinen Helbertieren und so, das ist halt. Oh shit. Jetzt bin ich einer, ich glaube, ich kann das nicht aufhalten. Der rennt mich jetzt gleich komplett. Ich fange, das hätte ich vielleicht auch früher machen können, aber fang mal an zu raiden. Schön, Timo, die Reinforcements kappen, das ist die Taktik. Die stehen da seit sicherlich einer halben Stunde einfach AFK rum, die Kamele. Aber jedes Gold zählt. Ja. Und wir machen halt Guerilla-Warfare. Ja, Ich bin jetzt auf Trash-Einheiten. Trash. Also der Kang, also wenn der bekommt meine Eco, dann bin ich eigentlich DG. Also ich push bei mir zwei zurück. Also ich bin gleich DG, ja. Die pushen zwei, drei, ne? Rote und der Gelbe, die pushen mit der kompletten Armee in mich rein. Echt? Die pushen auch bei mir? Okay, dann pushen die nur bei der halben Armee bei mir, deswegen schlage ich die zurück. Ich habe komplette Kamel-Armee. Ganzen Blankler-Ding und Triebwerke, boah, die stehen überall auf der Karte, stehen gelbe Kamele, das ist echt ein bisschen nervig fast. Fast. Und es ist auch alles voller Burgen in seiner Base, man kann ihn nicht raiden. Braucht jemand Nahrung? Ich sollte Scouts machen, kann gar keine Scouts machen. Die haben übrigens keinen Trade, gell? Also, wenn die kein Gold mehr haben, haben die kein Gold mehr. Wie haben die das gemacht? What the fuck? Okay, ich push mit Traps seine Castles, also
Also ich. Aber mal ein bisschen Props an diesen Dorfbewohner, der seit Anfang des Spiels hier fleißig Holz hackt. Und der totalen Zerstörung nur entkommen ist, weil die Kamele an einem anderen Ort gebraucht wurden. Okay. Also aber ihr gebt jetzt nicht auf, oder? Nee, wir geben gar nicht auf, es macht doch Spaß gerade, oder? Also ich habe alles verloren, also ich werde nicht mehr viel leisten. Ich bin gerade in der Base vom Gelben und töte Dorfbewohner, also. Achtung, okay, ich push Karte direkt. Achtung, der kommt wahrscheinlich gleich zu dir, Thomas, ne? Also mach doch. Oh mal. Ja, warte. Zieh ich meine Armee mal. Oh ja, da sind sie. Was, er geht mit Dorfbewohner? Ach, das ist deine Armee, okay. Meine Armee. Deine Dorfbewohner, ja. Zerstört. Ach, das sind auch welche. Geh doch mal hin und greif den Roten an. Ich, warte, ich greif diese gelbe Armee vernichtig. Er hat seine Burg verloren. Dann kommt jemand Nahrung? Ich habe wirklich viel zu viel Nahrung. Oh, okay. Ich stecke halt meine ganze Nahrung immer in Husare. Ja, dann gebe ich dir jetzt einfach 1 Milliarde Nahrung. Ja, ich sage. Das sind so ein paar Einheiten, die unseren Trade raiden. Wenn sie hier unseren Trade sehen, ne, dann werden wir den Trade verlieren. Ja, unser. Meine ganze Öko ist so mega fragil. Jetzt, ja, also die werden unseren Trade jetzt zerstören. Die haben halt komplett in mich reingepusht. Ich hab's lang. Boah, ich hab endlich Nahrung plötzlich. Mein Score jumped. Ey, ich bin aber gerade richtig effektiv. Also deren Ökos sind auch am Boden. Ich hab in allen Ökos Zare. Ja, krass. Okay, ich zerstöre. Außerdem haben sie, glaube ich, langsam kein Gold mehr. Pass auf, ich zerstöre. Sie haben kein Gold mehr. Ich zerstöre alles, was hier rumläuft. Ich mache jetzt nach und nach alles platt. Das ist, glaube ich, nützlich. Ah, aber sie haben meine Öko gefunden hier, leider. Also der Rote hat noch Gold. Ja, Timo. Toms? Ja? Schon mal, dass du da hingehst, hier. Wo? Ja, ja. Also es sind nur noch Rot und Lila, die Gold haben. Wie kann... Achso, wie kann... Hat jemand richtig viel Nahrung zufällig? Nee, das habe ich gerade alles ausgegeben. Okay, also was uns vernichten wird, ist das da. Nein. Ich hab da stehen 5 Pikemen von mir, ja! Ja, und da kommen 10 von mir! Ja, ich entwickle sie jetzt schnell zu. Ja, oh Mann, wir gewinnen das! Ich kann sie ja weiterentwickeln. Leider sind die Husaren-Raids natürlich auch immer blöd gegen Camels. Also ich muss schon sagen, Camels sind wirklich... Oh, ich habe einen richtigen fetten Blob. Ich glaube, ich reite auch mal bei dem Orangen noch mal rein, oder? Du hast hier noch Paladine stehen, Matze. Hier ist die gefährliche Armee gerade, die ja, meine Öko zerstören wird. Ja, okay. Ja, ich habe gerade jemand Gold gegeben, danke dafür. Da habe ich jetzt versucht, auch alles mal zu bauen mit dem, was ich habe. Das Einzige, was ich heute so befürchte, wenn die einen Trade aufbauen, ich weiß nicht, ob wir den stoppen können. Dass der untätige Militäreinheiten-Button einfach so super stark. Aber ich hab den immer noch nicht. Also ich bin ordentlich Kili, am Pushen. Kili, bitte, hier helfen. Das da ja, man dann das ist schon auf dem Weg hin, ja. Fuck, die Kamele. Oh, scheiße, die haben da unser ganz. Hier, kannst du das Trap zerstören, Kili? Jawohl. Hey, ich bin echt nochmal useful geworden, das hätte ich nicht gedacht. Warte, du hast hier noch ein Trap stehen? Trap vernichtet, sehr gut. Warte, da. Okay, das hier ist ein richtiges Problem für mich. Ja,
Ich hab da 4 Pikemen in der Nähe, Timo. Hat irgendjemand nochmal Nahrung zufällig? Ich hab grad alles ausgegeben. Ja. Ich kann ganz billig Nahrung kaufen, wenn man gerade viel Geld hat. Wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich davon richtige Einheiten bauen und nicht diesen Trash. Same hier. Sie haben meine Öko zerstört. Leider aber sind diese imperialen Plänkler, da helfen auch gefühlt halt Plänkler nix. Ja, deswegen Huskale, wir brauchen Huskale. Keiner von uns hat Huskale. Du brauchst Huskale. Ah, der reitet die ganze wieder mit seinen komischen fucking Kamelreitern. Ja, aber ich hab Husare, aber ich hab jetzt keine Öko mehr. Husare, oh. Ich kling dir Gold für die. Ja, bei mir wurde jetzt leider auch die Öko weitgehend ausgelöscht. Irgendwie haben wir sie doch nochmal zurückgeschlagen. Ja, aber also ich verliere nicht jetzt. Der Matze hat nochmal entfiele Paladine. Aber das ist das letzte bisschen, was ich irgendwie zusammengekratzt habe. Währenddessen habe ich mich auf der einen Seite mal ein bisschen overchoppt. Ich habe immer noch 60 Abele. Du hast überhaupt eine Woodline, wo man was overchoppen kann, also. Ja, wir haben sie nochmal entgeslaughtert. Wir kosten sie auf jeden Fall viel Zeit. Oh, fuck. Ja, dann ist jetzt bald nur noch Nahrung. Aber die Trade-Route funktioniert noch, ne? Ich habe jetzt hart contested, aber wie gesagt. Wo kämpfen wir? Wo kämpfen wir? Es sind aktuell keine Feinde in der Trade-Route. Ja, nur noch der Rote hat übrigens Gold. Alle anderen haben kein Gold mehr. Das heißt, wenn ihr den roten Sturm noch übersteht, dann habt ihr es. Hier sind 2 Ziegen. Wer hat denn hier seine Ziegen nicht gefunden? Die habe ich irgendwo. Hier sind 2 Ziegen. Wir können das gewinnen, Leute. Wir gewinnen das jetzt, okay? Das tun wir auch. Wir müssen einfach jetzt auch Damage machen und deren. Ich bin richtig am Damage machen. Hier sind noch 100 Gold zu holen. Wir müssen nur 2 Burgen zerstören. Ich weiß nicht so genau, wo die Fronten sind. Also hier ist ein Berg, um den ich kämpfe. Ich versuche den Timo ein bisschen zu verteidigen mit ein paar Pfeilen. Okay, ich brauche hier Hilfe. Hier, da brauche ich ganz dringend Hilfe. Ah, hier ist der eine Blänkler. Alter, meine Einheiten, die... Alter, das leckt zu hart. Hier ist ein Blänkler, ich versuche die irgendwie abzuholen. Wir brauchen hier wieder was. Ja, die Einheiten, die Fakt bewegen sich so. Das ist so lecky. Was ist denn da los? Alles. Alles ist los. Wir haben bald kein Holz mehr auf unserem Teil der Karte. Ich muss mal wieder expandieren darüber. Ich habe keinen Markt mehr. Der Joms hat doch von dem Orangenen ganz viel erobert, da könnt ihr noch was holen. Ja, hier ist mega viel Karte frei geworden, hier gibt's sogar noch Berries. Ich muss erstmal wieder, wir müssen diese Armee hier aufhalten, bevor die hier wieder zu groß wird. Und zwar Skirms brauche ich da. Hey, ich habe hier echt 2 Ziegen. Don't know what to do against them. Nein, Izzy, mein Öko und unsere Trade-Route. Oh, ich bin zu weit weg, ich kann das nicht verteidigen. Hier ist es. So weit weg ist es auch nicht. Ja, aber ich bin gerade hier. Okay, ich verstehe nicht, wie kann es sein, dass die... Wir sind beim Lilanen drinnen, Matze und ich. Nice. Sie haben mich gleich. Sie sind hier in unserem Trade. Okay, aber ich bin auch. Also, sie haben keinen Trade, oder? Also die haben immer noch keinen Trade. Ich höre echt richtig, richtig, richtig effektiv vor. Haben wirklich keinen Trade, also. Ist gar nicht schlecht. So schlecht sieht es nicht für euch aus, wie ihr denkt. Okay. Der Toms haut nämlich ganz schön was raus hier. Ja, muss man sagen. Toms macht das echt sehr gut. Ah, okay, da kommen ganz viele Kamele, die anscheinend da. Und da würde ich mich auch wieder aufbauen. Da sind ganz viele Castles, unter denen ihr euch schützen könnt. Ja, kommt alle hierher, kommt alle hierher. Hier ist super. Das ist keine Ressource. Ich kann doch nicht auf die andere Seite der Karte siedeln.
Doch, ich mach das jetzt wieder. Ich baue gerade meinen winzigen Öko-Teil. Ich schicke die einfach auch alle darüber. Ist mir doch egal, die laufen die ganze Map. Werden sie von Pikeman verfolgt werden. Kommt lieber hier in den Arbeiter- und Bauernstaat im Norden. Ich habe hier eine kleine Armee bei dir, aber von wo ist das Trap, dass ich da... Nee, schießt dich kein Trap mehr. Warum hat der Rote immer noch Gold? Er hat immer noch 1000 Gold. Aber ich hab... Können wir... Also das hier bitte nicht fallen lassen. Dann ist meine Öko wirklich ganz am Ende. Hier hinten ist doch Gold! Nimm das Gold hier! Ah! Mir bringt Gold nichts mehr. Das Gold. Ja, hier ist überall Gold. Schau mal, diesen Berg an, hier ist alles voller Gold. Aber hier ist halt auch eine riesige Arbalest-Armee. Timo will nur noch Pikeman, nur noch Skirms bauen, gell? Ich war schon lange... Achso, keine Pikeman mehr? Nee, die Pikeman bringen doch gar nichts gegen die Archer. Willst du das Gold haben, oder soll ich das Gold nehmen? Warum bringen die? Ach, ja. Nimm's, Paladine sind mächtig. Er greift meine Archer-Armee mit Camels an, es ist so nice. Es läuft gerade richtig gut hier auf meiner Seite. Immer noch 52. Also, wenn ich nur Pike, also ich hab diese Helle Bandiere, kriege ich halt nicht tot, ne, mit meinen, Skirms? Ja. Okay. Help me. Oh, hier hat sich der Alucard aufgebaut, den raid ich jetzt. Hurensohn. Hurensohn. Oh, es kommt eine riesen Skirm-Armee. Hat jemand Trussare oder so? Wo? Ja. Nee, die sind gerade ganz woanders, leider. Ah. Ja, meine Dorfbewohner sind angekommen. Hier hast du ein Trap rumstehen, was nichts tut. Matze. Ja, das ist fast zerstört worden. Lass dich jetzt, wo ihr beim Lilanen drin seid, fangen sie an, Trade zu machen. Aber es geht halt jetzt nicht mehr. Also super für euch. Es sieht echt gut aus für euch gerade. Ja, ich könnte es echt gewinnen. Ich brauche hier was gegen die Skirms. Die Skirms schicken meine Arbalest. Wobei, es sind so viele Arbalest. Ja, ich hab glaube ich, den Orangen alle Dorfbewohner getötet, die letzten Dorfbewohner getötet. Ah, ne, da ist noch ein... Okay. Ja, Mann, die zwei Paladine sind so göttlich gut gerade. Oh, wir haben hier kein Holz mehr. Hier sind Lumbercamps, die sind so ineffizient, die traue ich mich gar nicht an. Shit. Muss ich auch mal wieder um meine... Es stehen noch ganz viele Paladine noch rum. Oh, ja, ich schicke die gerade in kleinen Gruppen überall hin, so. Die sollen überall richtig Stress machen. Ja, aber hier sind zum Beispiel, da machen sie gar keinen Stress. Die beschützen das Gebäude, was gleich gebaut wird. Ja, nee, ich versuche die alle. Du bist so gut, wie du in meinen alten Häuserruinen kämpfst und. Das hier ist quasi ein ewiger Volkssturm. Ja. Kannst du irgendwo weiter hinten noch ein Ding bauen, dass wir quasi. Wir bauen dann Trades von hier zu hier hin, okay? So, ja, Mann, das ist eine geile Idee. Ja. Kann man unten einen Marktplatz bauen. Dann, wenn ich und ich bräuchte auch Nahrung, weil ich habe mir den ganzen auf Ding geschickt, auf Hat jemand... Ne, ihr habt kein Gold, gell? Ach, danke dir. Nice. Auf Gold. Hier könnte Gold sein, dass es nicht gescout ist. Okay, ich habe noch eine kleine Einheit Scouts. Die schicke ich jetzt. Ah, ich habe hier eine große Einheit, kleine Einheit Scouts. Die nenne ich eine Gruppe 1, die andere Gruppe... Ach man, hier sind ganz viele Husare. Wo? Hier bei mir. Ah, du hast der Paladine, Matze. Bei mir ist mittlerweile eine komische Aussage. Ja, stimmt. Vorsicht, von oben kommen Pikeman und Skirms und alles. Ich bleib mal ein bisschen bei euch. Ist jetzt egal. Der Push einmal durch alle durch vom Toms ist richtig cool. Wie zur Hölle gewinnen wir dieses Spiel? Wenn du alle. Wir haben kein Gold mehr. Kein Witz.
Ja, ja, aber der Team und ich, wir waren beide komplett von. Der Max war eigentlich auch nur kurzzeitig komplett fremd. Ich schiebe jetzt unseren Trade und Häuser. Fuck! Toms, danke! Was für ein Game! Scheiße, Mann! Puh! Ich muss echt sagen, Toms, ich glaube, das ist sehr gut rausgerissen. Ihr wart eine sehr gute Abwehr. Dass du auch nur gesagt hast, dass wir nicht aufgeben sollen. Das ist ja noch viel cooler eigentlich als. Ah, sind. Fett geradet. Jetzt ist alles vorbei, aber.